Schnellreise. Ich sprich mit Charon. Das ist mal mein Handy, ja, kommt auf 100%, Alter. Vorhin hat er schon irgendwie so ab 20% schon irgendwie eskaliert. War voll schnell runterdroppt. Keine Ahnung warum. Ja, gut, kann man nicht runterspringen. Charon, der Fährmann. Charon. Speichern. Hallo. Die Frau ist beim Scheiterhaufen. Ach, es ist schön, eine Gehilfin zu haben. Wenn du doch nur tot wärst, dann könntest du ewig hier bleiben. Hm. Ich habe leider andere Pläne. Hm. So ist das Leben. Und der Tod. Auf zu den nächsten verlorenen Seelen. Eine vom Krieg gebeutelte Familie wandert heimatlos umher. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, ihr alle habt tragische Geschichten zu erzählen. Wenigstens sind die meisten, die herkommen, tot. Ich glaube, ich wäre auch tot noch immer traurig. Das Leid, das ihr Fleischlinge einander zufügt, wird nie aufhören, mich zu erstaunen. Und deswegen helfen wir so vielen Verlorenen wie möglich. Du hast recht. Sie verdienen eine sichere Zuflucht. Sprich mit der verlorenen Familie. Hört es auch mal irgendwann auf, sind das so abgefuckte Endlos-Quests? Wobei, eigentlich geht's ja nicht. Auch in, Dings war es ja nicht der Fall, in, Fallout 4. Mit, der Grey Garvey. Ach, wie hieß der nochmal? Ach, von der, Ach, wo wir das Video halt helfen sollten, ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Mir fällt der Name gar nicht ein. Der auf jeden Fall, das hat irgendwann aufgehört, weil ich habe alle Siedlungen oder habe allen geholfen. Ja, aber passt ja eigentlich. Wollen die überhaupt Hilfe? Weiß es wer? Was ist hier schon wieder los? Irgendwelche Höllenhunde oder? Wo ist denn die Töle? Ah, die buggt. Super. Na, dann laufen wir mal. Sieht aus, als würde sich dort jemand verstecken. Bitte tu uns nichts. Lass uns in Frieden. Ach, die. Bleib zurück. Chill. Ich weiß mich zu wehren. Ich will euch nichts Böses. Was willst du dann? Da kommen wir bekannt vor. Ich bin gekommen, um euch von hier fortzubringen. An einen sicheren Ort. Warum solltest du uns helfen? Ich wurde gebeten, euch in Sicherheit zu bringen. Wir haben hier keine Freunde. Nur einander. Aber die Hunde kommen näher. Was haben wir für eine Wahl? Es muss doch einen sicheren Ort in der Nähe geben. Es gibt eine Höhle nicht weit entfernt, in der wir unterkommen könnten. Sie sah nicht besonders einladend aus, aber es ist besser als hier. Wo noch? Es gab auch noch ein verlassenes Lager. Das wäre ideal. Wenn es in der Gegend nicht so viele seltsame Kreaturen gäbe, könnte gefährlich sein. Wir sollten zu dem Lager gehen. Bleibt bei mir. Wenn wir halt herkommen und dann das Ganze cleaner. Mehr nicht. Wie läuft ihr lang? Ja gut, ist mir egal. Ah. 40? Ja, hallo? Komm. Komm schon, komm. Ja, steig auf. Komm, Pebbles. Dann die den Gaul. Los geht's. Ich höre etwas. Ja, ich hab Pferde. Beeilen wir uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Bleibt hinter mir. Okay, jetzt reicht's. Boah, geh doch mal aus dem Weg!
Kommst du? Hast du ein Pferd verloren? Ja, scheiß drauf. Hier fehlt das Lager halt sinniger. Da haben sie schon mal ein bisschen Schutz und vielleicht ein paar Gebäude, irgendwie was, wo wir ein Fundament auf uns aufbauen können. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, das trifft's jetzt. Ach ja, genau. Chuk chuk. So, das war's. Zu Hause ist, wo du dir erschaffst. Dieb der Toten. Schub ich mit Charan. Erneut. Pferd, komm her. Jo, abchecken, ihr müsst. Jetzt müssen sie uns einholen und außer wieder mit dem Pferd vorbereiten und uns abchecken. Wenn sie es nicht schaffen, dann schulden die uns die Döner. Ganz einfach. Ja, ich habe eigenwillige Ideen für irgendwelche komischen Spiele, aber für das normal, ne? Das ist halt so, wie es ist. Was ist hier? Sie sind 300 Metern. Sie hält auch nicht so viel, ne? Sie ist ein Sandsturm. Merkwürdig. Ausrufezeichen, was ist das für eine Quest? Können wir kurz vorbeigehen? Ich höre nicht hierher. Weißt du, was damit gemeint ist, aber von mir aus. Komm schon. Ewiges Schlachtfeld. Kurz mal speichern. Oh, cool. Gönn dir. Die raufen sich hier. Ist ja geil. Schatz plündern, wo? Da. Und da. Mach ich kurz. Hallo. Alter, das hört sich ja nach XP-Grinding an, ne? Wenn da immer unendlich viele Gegner kommen. Ach, schade. Ah, wir haben einen da. Für Sparta. Rasi das. Okay. Ich gehöre nicht. Hierher! Und los geht's, wir haben einen fetzen Platz. Weißt du, wie viele Spartaner auch ins Leben kriegen, ne? Ja, hau doch Druck auf den Alten. Komm, mal einfach einsammeln. Hä?
Ach, da ist der Hauptzollmann. Oh, es geht doch mal vorbei, du fette Qualle. Oh, Junge, geh mal auf den Sack. Okay, und jetzt? Können wir jetzt die Brasi das quatschen? Du bist die Nächste! Brasi das. Ich bin's, Cassandra. Ja! Echt jetzt? Das willst du, ne? Echt, ne? Klappt mir. Ich hab's drauf. Brasi. Brasi, Bro. Brasi, Badi, Dadi. Hada, da, Rode, die. Er greift jetzt auch mal an. Brasi, 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 Brasi. Du bist eingerostet. War schon mal besser, ne? Wie können wir gesagt haben. Und jetzt? Na, komm schon. Wir dürfen hinten angreifen, diese beiden gesagt. Brasi, Brasi. Ich bin nicht doof. Ich bin die ganze Zeit auf, ja? Oh, Sparta tritt. Warte, den kann ich auch. Guck mal, meiner ist besser. Guck, du fällst wenigstens hier, ne? Ah, ich stolper nur. Es reicht. Du klingst wie jemand, den ich mal kannte. Wir haben uns in Korinth kennengelernt, wir haben bei Pylos zusammengekämpft. Ich sage dich bei... hier, Positives. Wir kämpften in einem Korinther Lagerhaus gegen die Schläger des Hökers. Dort lernten wir uns kennen. Das Lagerhaus stand in Flammen. Wir waren umzingelt. Cassandra? Schön, dich zu sehen, alter Freund. Was machst du denn hier? Sag mir, dass du nicht tot bist. Nein. Jedenfalls noch nicht. Hm. Ich habe einen Stab von meinem Vater. Meinem wahren Vater. Er hat Kräfte. Ich wurde in die Unterwelt geschickt, um zu lernen, wie man sie einsetzt. Kräfte? Eine lange Geschichte. Aber ich habe das ganze Elysion nach Antworten abgesucht. Meine Suche führte mich hierher. Du warst im Elysion? Ehre die Götter. Ehre Sparta. Brich keinen Schwur und das Elysion ist dein. Mein Vater sagte mir das, als ich ein Kind war, und jeden Tag meines Lebens widmete ich diesem Credo. Doch nun im Tod muss ich dieses Elend ertragen. Boah, hier. Nikolaos dachte, er würde Sparta dienen, indem er mich von einem Berg wirft. Väter haben nicht immer die richtigen Antworten, Brasidas. Dann habe ich mein Leben an eine Lüge verschwendet. Du solltest das mit Hades klären. Das war Hades' Entscheidung. Er sagt, ich kann nur unter einer Bedingung ins Elysion. Indem ich mich meinem größten Feind stelle. Demos. Demos. Brasidas, du solltest nicht darauf warten, gegen ihn zu kämpfen. Warum nicht? Ich kenne Hades. Es muss einen Haken geben. Was genau hat er dir gesagt? Er sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Götter und ihre beschissenen Rätsel. Können die nicht einfach mal sagen, was sie meinen? Aber ich glaube, ich habe dein erstes Problem schon gelöst. Und das wäre? Ein wahrer Sohn Spartas würde sich niemals einem Feind ohne seinen Schild stellen. Wir müssen deinen finden. Er ist in der vergessenen Grabstätte.
Ich wollte ihn holen, aber Hades Wachen verteidigen das Grab, nachdem irgendein Malaka den Kerberos getötet hatte. Dieser Malaka war ich. Und jetzt muss ich für Hades arbeiten. Warum wundert mich das nicht? Du hast hier alles kompliziert gemacht. Du hast mir in schweren Zeiten immer beigestanden. Lass mich dir nun auch eine Freundin sein. Mein Mut hat mich in der Unterwelt verlassen. Tief im Innersten hatte ich gehofft, mich Demos nie wieder stellen zu müssen. Was kannst du mir über diese vergessene Grabstätte sagen? Dort sind die Rüstungen, Trophäen und Waffen entehrter Krieger untergebracht. Dinge, mit denen sie begraben wurden, die sie in der Unterwelt jedoch abgeben mussten. Mhm. Woran kann ich deinen Schild erkennen? Du solltest ihn inzwischen kennen. Mein Schild trägt die Farben Spartas und hat viele Schlachten gesehen. Okay. Durch das Gewicht des Schildes wirst du wieder zu dir finden. Und nimm nur meinen Schild mit. Nimmst du etwas anderes, ist es dein Untergang. Okay. Ich gehöre nicht hierher. Ich gehöre hier nicht her, so meine ich ja. Gewicht Spartas. 408 Meter, okay, los geht's. Tschukka, 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 tschukka. Aber da hast du mit den Problemen mit dem Berauben. Aber ist es eigentlich Diebstahl, wenn man eigenes Gut wieder zurückklaut und dabei alles kaputt macht? Gut, vielleicht seine Soldaten, aber YOLO! Der kann ja wieder neue schaffen, so ist es ja, ne? Das ist ein Problem, wer? Ich brauche dafür Seelen. Ja, ist nicht mein Problem, ja? Wenn du meinst, alle verheizen zu müssen, ja? Eine soll er erstmal genügend haben, da der Oberwelsch tobt Krieg, eine Seuche ist über Kefeljena eingebrochen. Also von daher, ne? Dürfte eigentlich einiges übrig bleiben. Wie viel haben wir denn mit dem Quatschen? Das ist es. Wenn ich die eine Quest erledigt habe, dann will ich mit dem quatschen. Ach, und dass wir von der durchgekommen wieder, ne? Weil wir das komische Dingsgedöns da brauchen. Kann man mit dir quatschen? Nö, nee, nur anrampeln. So, Inventar. Wipp, wieder das Sonnengedöns da anlegen. Warum sollte Brasi das Schild an einem Ort für entehrte Krieger sein? Er war der ehrenwerteste Krieger, den ich kannte. Das ergibt keinen Sinn. Betritt die Gruft. Kann ich das wieder anlegen? Ich muss mich verstecken. Verschluss. Ich muss einen Weg hineinfinden. Diese Symbole könnten vielleicht der Schlüssel sein. Hier irgendwas? Krieger, alle drei Symbole befinden sich in der vergessenen Grabstelle. Warte mal. Ja, halt schon mal, ne? Muss mal den Scheiß wieder machen, also bescheuert. Wasser. Die Leute hier in der Unterwelt trinken das Wasser der Lethe, um zu vergessen. So, das war Wasser und irgendwas war es nochmal, ich weiß es noch nicht mal. Egal, auf jeden Fall können wir hier dann langtauchen. Ich finde es halt auch scheiße, dass mir andauernd dass die Gegner respawnen. Das fuckt einfach nur ab. So. Und Runner. Sexy Hot Panties anhat andauernd. Okay, sorry.
Okay. Wasser und Kopf. Ist das ein Symbol für den Verstand? Erinnerungen vielleicht? Was denn? Ah. Nee, hab's nicht vor. Später vielleicht. Ah, Jungs. Ach, und Zeit. Wasser, Kopf und Zeit. Zeit. Wasserzeit verstanden. Okay. Ich sollte zurück zur Tür. Okay, Wasserzeit verstanden. Kapiert. Zum Glück waren wir schon mal. Das ging recht einfach, muss ich echt sagen. Wasserzeit verstanden. Wasser. Zeit. Und Kopf. Ich glaube, da drüben, ne? Natürlich. Dies ist die Unterwelt. Man trinkt das Wasser, man vergisst und die Lebenszeit ist verloren. Ah, okay. Na gut. Auch nicht doof. Ein Gedanke zumindest. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich muss mal die F12-Taste umlegen, das ist noch ein Screenshot. Scheiße. Gibt's hier Loot? Achso. Ah, Jungs. Berge Brasi, das Schild. Ah, da haben wir's ja. Drei Schilde. Aber welcher davon gehört Brasi das? Ich behaupte mal der rechte. Quasi das Schild. Mehr nehmen wir auch nicht mit. Wie versprochen. Das ist ein spartanisches Schild und hat schon viele Schlachten gesehen. Farben Spartas trägt, hat er gesagt. Und es hat schon viele Schlachten gesehen. Also stark beschädigt. Ganz einfach. Das mittlere schon mal ausgefallen, weil es war ein Athena-Schild. Das linke war zu leicht beschädigt und der rechte war im Grunde eigentlich ja alles. Beides. Von beidem. Komm, fertig, ich spare mir ein paar Laufmeter. Schon kaputt. Billiges Brot. Gibt es eins im Reserve? Ja, perfekt. What? Okay. Ich geh jetzt am besten. Er war ja sehr aufschlussreich, Kappa. Wahrscheinlich müssen wir da noch helfen, ihn zu besiegen. Weil ich glaube, gegen Dymos, der Kappa auch nicht ganz so clean. Ja, gut, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Komm, fertig, komm. Put. Linke Flanke wieder. Perfekt. Naja, so langsam klappt es zwischen Pebbles und mir nach 140 Stunden, ne? Gemeinnützige Arbeit. Hallo. Euer Schild, Feldherr. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich ihn erhielt. Ich war ein Junge und der Schild war so groß wie ich. Mein Ausbilder sagte, halte ihn hoch, so wie du Sparta hochhältst. Verliere ihn und Sparta fällt.
Erzähl, wie ist das Elysion? Nicht so, wie man es sich vorstellt. Es ist... Spürst du auch diese Kälte? Das Elysion ist langweilig. Seit ich da war, nicht mehr. Ah ja. Du hast ein Talent dafür, jeden Ort, den du besuchst, aufleben zu lassen. Nett formuliert. Du träumst also noch immer vom Paradies. Nun, niemand wünscht dir mehr als ich, dass du bekommst, was du verdienst. Es freut mich, dass ihr zwei euch gefunden habt. Ab und zu können wir alle etwas Hilfe gebrauchen. Tja, du hast dein Schild. Bist du bereit, dich deinem Feind zu stellen? Das bin ich. Ja, wir eskortieren ihn. Sieh nicht hin, Brasidas. Hades spielt nur mit dir. Boah. Übel. Hi, Dimas. Nochmal sterben? Weißt du noch damals? Es ist so lange her! Brasidas, komm! Stell dich! Ich habe keine Angst vor dir, Deimos! Er selbst? Lol. Was gegen die Selbstkämpfer? Was geschieht hier? Ein weitaus mächtigerer Feind hat dich besiegt. Lange bevor Deimos dein Leben beendete. Deimos war mit dem Zorn der Götter gesegnet. Doch selbst nachdem er dich erschlagen hatte, hast du es nicht verstanden. Es war nicht Hybris. Ich kämpfte für die Ehre. Hör zu, Brasidas. Es war Hybris. Begehe den Fehler nicht ein drittes Mal. Spartaner, hätte ich es wissen müssen. Wir leben zusammen, üben zusammen. Dieses Mal kämpfen wir gemeinsam. Es wäre mir eine Ehre. Ja. Da hat er kein... Doch, hat ein Schwert. Nix da, Bruder. Nix da, Bruder. Hybris, Hybris. Selbstüberschätzung, oder selbst irgendwie was, was nicht tun. Lol. Es war schön, wieder zusammen zu kämpfen. Was sich selbst der größte Feind, das dachte ich mir schon halber. Wenn sich jemand im Weg steht, man sich selbst. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Aber das ist noch ein Schatz. Sehr gut. Die Speere waren die Idee meines Bruders. Poseidon kann ziemlich grausam sein. Ich tat, was du wolltest. Du hast mir das Elysion versprochen.
Nicht ganz. Aber du sagtest... Ich sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Und das hast du noch nicht getan. Hä? Ich weiß, das ist alles ziemlich viel für eure kleinen sterblichen Köpfe. Ja, das stimmt allerdings. Und deswegen werde ich euch helfen. Warum diese Spielchen? Lass ihn doch einfach gehen. Weil die Ewigkeit sehr lang ist. Ihn gehen zu lassen wäre nicht so unterhaltsam. Nicht wahr? Findet den Wald der Oizis. Die Toten weisen euch den Weg. Okay. Der Wald der Oizis. Klingt einladend. Dort verwahre ich die elenden Menschen, die ihr sterbliches Leid durch ihre eigene Hand beendet haben. Ah. Wenn ich irgendetwas hasse, dann sind es ungeladene Gäste. Wohin werden uns die Toten den Weg weisen? Ich will euch die Überraschung nicht verderben. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Okay. Komm, Brasidas. Je eher wir das erledigen, desto eher kannst du diesen Ort verlassen. Erst noch zur Kiste, bitte. Hallo, das ist noch eine Kiste. So, du kannst schon vorausgehen. Ich komm gleich nach. Genau, Schatzblindern. Der hat schon einen ziemlich eigensinnigen Humor, ne? Oh, da liegt noch Blut. Danke. Oh, da auch noch. Danke. Alter, hat der Kohle dabei 1200. Scheiße. Lups. Ist ja echt total dumm. So. Dann da rein. So, wunderbar. Gut, aber fangen wir an. Dann setzen wir jetzt hier einen Cut. Macht nächste auch dann ein bisschen weiter. Und danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Danke fürs Kommentieren. Abonnieren bitte nicht vergessen. Dran denken. Macht wirklich was aus. Wenn man das erwähnt, ist das. Ich sag immer so Abo-Szene wie so. Abonniert, liked, teilt, nehmt alles mit. Oh, apropos, warte. Geht das? Das Zelt muss doch brennen. Warte mal kurz. Für die Wissenschaft. Es brennt. Danke. Tschüss.